everyone. I'm Larry Ridley and this is the NFL on EA Sports. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Madden NFL 15. Und ja, die heutige Ausgabe, die ist ja in vielerlei Dingen etwas Besonderes. Zum einen ist es Folge 25 und damit irgendwie dann doch schon wieder was Besonderes. Das zum einen und zum anderen, liebe Freunde, haben wir hier wahrscheinlich das schwerste Match unserer Karriere vor uns. Denn wir spielen in den Playoffs, in den Wildcards gegen die Pittsburgh Steelers. Oh Mann, Leute, ich bin aufgeregt, das glaubt ihr nicht. Also, hui, 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 hui. Ihr seht, Wildcard. Es ist, ja, unglaublich wichtig hier, das Spiel. Und der erste Pass schon mal nicht funktioniert. Wurde vorher zu Boden gerissen. Schade. War eigentlich, fand ich, sah sehr, sehr vielversprechend aus, aber da hat die Defense der Steelers aufgepasst. Oh, und der Sack, alter Falter, das wird ein Spiel, liebe Freunde, das wird echt ein Spiel. Da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Ey, caramba. Ja, 9 Yards verloren. Das ist bitter. Jetzt haben wir aber wenigstens wieder ein paar gut gemacht. Wird aber nicht reichen hier, nee. Aber ich habe mich nicht getraut, noch länger zu warten. Was machen wir? Ach, Freunde, ich werde es wahrscheinlich gleich so bereuen, was ich mache. Nein, werde ich nicht! Thomas, first down! Woo! Ach, Gott sei Dank, Freunde. Ey, Halleluja, das war echt, echt risky. Meine Güte. Aber Thomas macht das wie immer sehr gut. Und vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Das ist das erste Video jetzt in 1080p. Nur das Beste für euch. Ich hoffe, man erkennt die Unterschiede. Also, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Aber ich gehe mal davon aus. Oh, und wieder ein nice Catch. Nein, und der verliert den Ball. Doch noch. So ein Mist. Das sah so gut aus. Und dann... So, wir lassen Ball mal rennen. Das ist bitter, Freunde. Das ist echt bitter. So, 4 Verticals. Mal sehen. Und da ist die erste Interception am heutigen Abend. Oh, und das ist so bitter. Da war es ein richtiger Ruckler, aber der Ruckler war gerade im Spiel auch, Freunde, also... Das liegt jetzt nicht an der Aufnahme, nein. Corey McClain. 60,7%. 3300 Yards, also. Und, ja, immerhin einen Field Goal. Aber das kriegen wir ausgeglichen, Freunde. Aber es ist natürlich wieder ärgerlich, dass wir schuld sind, mehr oder weniger. Ah, schön, hier die Marius Thomas und der behält den Ball bei sich. Sehr, sehr geil. So, 0-1 Trap hier nochmal. Einen Laufspielzug hier. Oh, 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 ja, das sieht schon besser aus, das sieht schon besser aus und das könnten... Ja, 6 Yards waren es anscheinend, nur irgendwie haut das nicht hin. Egal, gut, alles klar. 8 Yards waren es. Ich habe jetzt nur 6 Yards gesagt, weil im ersten Spielzug hatte er minus 1 und deswegen dachte ich jetzt, ne? Aber gut, so viel dazu. Steeler Dick. Ah, was mache ich denn? Jetzt habe ich mich verdrückt, das gibt's doch nicht. Ah, Freunde, ich bin so aufgeregt, dass ich mich hier schon wieder verdrücke, ey. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Da wollte ich nicht hinwerfen.
Aber da wollte ich hinwerfen. Das hat funktioniert. 2-Minute Warning. Wir sind also schon kurz vor dem Ende des zweiten Viertels oder der ersten Halbzeit. Seht das, wie ihr wollt. Ist Halbzeit überhaupt noch der richtige Begriff? Ja, im Grunde genommen ist es ja die. Ja, doch, eigentlich kann man das schon sagen. So. Und da ist Julius Thomas, unser Tight End, wieder zur Stelle. Wir machen hier No Huddle, versuchen zumindest. Sluk Hook. Oh, und der Sack. Ich war gerade irgendwie gänzlich verwirrt, warum auch immer. Wie wär's mit einem. Kein Curvelets und mal sehen, vielleicht werde ich es bereuen, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Nein, ich werde es nicht bereuen und der Catch, das Ding, geil, wuh! Demaryius Thomas hier mit einem wahnsinnigen Catch. Und damit der neue First Down. Und wir sind nur noch 17 Yards von der Endzone entfernt. Das heißt, wir sind in der Red Zone. Und, oh Gott. Ey, Leute, ich bin nervös. Ey, das glaubt ihr nicht. Ich bin vielleicht nervös. Ja, und obwohl ich vor, weiß ich wie vielen Folgen gesagt habe, ich möchte mehr selber laufen. Gelungen ist es mir bis jetzt noch nicht. Ah, schöner Catch und kann er sich noch durchsetzen zum Touchdown? Nein, leider nicht. Sanders bleibt kurz vor dem. Ich hätte jetzt gerne ein Spacing, Leute. Ein Spacing. Kennt ihr den Spielzug? Klar, war doch bei euch, ne? Ach Quatsch, nicht Shootgun Pass. Quick Pass müsste es sein, ne? Quick oder Play Action? Nein, nicht Quick. Oder hier, Screen Pass meine ich. Ach, wir versuchen den. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich wollte nicht, dass die Zeit jetzt runterläuft. Catch, böse. Und? Nein, er lässt ihn fallen. Timeout. Warum lässt du ihn denn fallen, du Esel? Ja. Und wahrscheinlich einen Field Goal. Ja, genau. Wir kommen nicht noch einmal dazu, hier uns zu beweisen. Wir kommen erst im dritten Viertel wieder zum Einsatz. Oh, das war knapp, Freunde. Schön geblockt von der 83. Und da kommt Sanders richtig schön weit. 8 von 14 Yard. 8 von 14 Versuchen meine ich natürlich. Ein bisschen mehr als die Hälfte hier der Würfe, die auch ankommen. Wohin passe ich denn, wenn zu Douglas, wenn der nach oben geht. Okay. Ja, sehr schön. Er ist unten geblieben. Und wir konnten den Ball zu Demaryius Thomas bringen. Ohne größere Probleme. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mensch, das läuft doch richtig gut. Steeler Fade, okay. Ja, also man muss natürlich auch bedenken, die Steelers waren auf Platz 2 in der Liga. Also das ist schon was Ordentliches. Und wieder die Demaryius Thomas, der uns einige Yards einbringt. Wurde leider nicht zum MVP of the Season, sondern den Vornamen habe ich vergessen. Peterson von den Vikings. Allerdings vielleicht der Spieler der Playoffs. Das ist natürlich noch möglich. Ich glaube, die werden ja dann auch nochmal extra. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es so ist. Ah, und wieder ein schöner Catch und er behält den Ball auch bei sich. Und ich hätte jetzt fast Puck gesagt. Nein, Puck natürlich nicht, Freunde. Den Ball. So. Slants. 24 Yards, das ist definitiv schon in Punkte Reichweite natürlich jetzt für einen Field Goal. Ah, schön gemacht von Julius Thomas.
Da setzt er sich durch. 12 von 18, 165 Yards hier. Die wir uns schon erspielt haben. Oh, ja, wir haben uns noch ein bisschen näher rangekämpft. 5 Yards nutzt nur noch, aber da habe ich zu früh geworfen. Da war er noch nicht bereit. Aber wie gesagt, ich bin halt wahnsinnig nervös. Recent Plays. Ah, verstehe. Das könnte doch was werden, oder? Was meint der Freunde? Und wir werfen hier zu 28 und das war vielleicht keine so dolle Idee. Third and goal. Deep Cross. Ich bin gerade wirklich. Bin ich auch gar nicht so mit einverstanden. Damit bin ich ja noch weniger einverstanden. Oh Gott, keine Zeit mehr. Ja, komm, dann mach. Ach, Freunde. Screen Pass. Ob das was werden könnte? Double Move? Was haben wir großartig zu verlieren? Außer einen Touchdown. Und er hält ihn nicht fest. Nein. Wir haben den Touchdown nicht geholt. Da haben wir uns ziemlich doof angestellt. Ich habe auch den richtigen Spielzug nicht gefunden. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Sichern wir uns jetzt. Na, nein. Fangen wir gar nicht erst an. Hier nicht in den Playoffs. Da kommen wir gar nicht erst mit so einem Schrott. Da sind mir 3 Punkte doch wesentlich lieber als hier. Nee. No way. So, und die 3 Extra Points hier fürs Field Goal sind gut und damit fielen wir 6-3. Und selbst wenn sie jetzt einen Touchdown machen würden, wären wir, glaube ich, immer noch in Schlagdistanz. Schaffen sie aber gar nicht. Im Gegenteil, wir sind schon wieder im Ballbesitz und wir sind relativ weit vorne. Ah, schöner Wurf und jetzt die Nummer 89, wie auch immer das sein mag. Bin mir echt gerade nicht sicher, wer das ist, die 89. Holmes vielleicht? Ich glaube, das ist Holmes. 89 ist ja jetzt auch gar nicht mehr auf dem Feld. Wie gesagt, müsste aber, glaube ich, Holmes sein. Ah, schön gemacht. Beide Fußspitzen auf dem Boden. Catch ist complete. Und das First Down ist in Ordnung. Und damit sind wir wieder in Schlagdistanz. Und Spacing, da ist er doch. Mensch. Naja, aber ob er jetzt reicht, weiß ich nicht. Ja, eher nicht. Wir kämpfen uns ran an die Endzone. Demaryius Thomas, 80 Yards heute schon. Nicht schlecht. HB Slam, er möchte es also erlaufen. Ja, Ball. Einen Versuch hast du. Kommt schon, Jungs, kommt schon. Und da ist der Touchdown von Ball. Richtig geil gemacht. Da hat er gesehen, dass er da überhaupt nicht durchkommt. Versucht es den langen Weg lang außen. Und ja, hat damit Erfolg. Sehr, sehr geil. Und damit führen wir jetzt mit 13 zu 10. Oh, wir haben wahrscheinlich versucht, 2 Punkte zu machen und sind gescheitert. Nee, gar nicht. 6, 7, 13. Ist richtig. Entschuldigung, Leute. Ich habe vergessen, dass der erste ja kein Touchdown war, sondern eben 2 Field Goals. Daher 13 Punkte natürlich richtig. Und es sind nur noch 22 Sekunden zu spielen und Ball kommt hier schon wieder zum First Down. Sehr geil. Pittsburgh nimmt hier das Timeout. Lass ich die Zeit runterlaufen. Ja, komm. Wir riskieren ja nichts mehr, Freunde. Wir kneelen. Ja, er nimmt wieder ein Timeout, ganz klar. Aber
Das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, denn wir machen das Ganze jetzt einfach nochmal. Er hat dann immer noch einen Timeout, aber bringen wird ihn das, obwohl, nichts. Nee, komm, wir machen hier Neil nochmal. So, letztes Timeout von Pittsburgh. Trainer sieht irgendwie extrem lustig aus, aber gut. ja, es tut mir leid, Freunde, aber da riskiere ich nichts mehr. Nielen. Ist natürlich keine besonders schöne Technik, gebe ich zu, aber ja. Es ist eine legitime Taktik hier fürs Zeitspiel, von daher alles in Ordnung. Wir versuchen es dann gleich nochmal. Ja, schafft er nicht. Spielt auch keine Rolle. Die Zeit ist vorbei. Und die Pittsburgh Steelers, trotz zweiten Platz in der Liga, verlieren hier in der Wildcard gegen die Denver Broncos mit 13 zu 10. Wir hatten übrigens wieder das gleiche Spielbook, also Playbook, wie Pittsburgh. Und ja, ich würde sagen, sowas nennt man mit den eigenen Waffen geschlagen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ansonsten, ja, was bleibt mir noch zu sagen? Schaut euch auch meine anderen Videos an. Viele geile Sachen dabei. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Nation Zero. Ciao. GMC, never say never, moment of the game.